Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Warcraft. Ausgabe, hört sich auch geil an, oder? Ja, wir konnten uns ja jetzt nun können uns jetzt nun entscheiden, wie wir weitermachen. Karte. Und zwar können wir... Entschuldigung, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Können wir entweder hier das tropische Paradies ruft, oder wir wandern hier nach Norden. Oder... Ich glaube, wir machen das erstmal. Das klingt spannend. Machen wir. So. Soll ich hier nur mal ein bisschen querfett einreiten? Und kurz mal hier. Plup. Navi anschalten. Nicht, dass ich mich wieder verreite. Gucken, wie viele Mobs wir diesmal ziehen. Ich will eigentlich nicht ziehen, weil das dauert dann nur länger, als es sein muss. Wir wollen ja eigentlich auch ein bisschen was schaffen, ne? Und nur Mobs killen bringt jetzt. Nicht allein die EP. Quests abgeben bringt meistens doch ein bisschen mehr. Scheiße, Wasser, Hänge. Obwohl ich auch am überlegen bin, ob wir uns dann erstmal bei den Lappen hier melden. Ja, eigentlich wäre sinnvoll, oder? Liegt auf dem Weg. Außer dass jetzt auch wieder nur ein NPC, der nicht in der Stadt rumsteht. Also. Was wir brauchen, ist definitiv irgendjemanden, wo wir irgendwas verkaufen können. Zirkel des Szenarios. Was will der denn? Ah, hat Gar euch geschickt. Wie verlaufen seine Studien? Ich finde, er kann manchmal etwas langsam sein, aber in Bärengestalt sollte man ihn wahrhaftig besser nicht unterschätzen. Nun, es gibt dringende Dinge, die nach unserer Aufmerksamkeit verlangen. Ja, erstmal danke. Die erste Phase des Lebenszyklus der Blutblüten kennt ihr bereits. Die schwimmenden Samen. Die nächste Phase ist aber nicht so zahm. Die Rudel halbwüchsiger. Wenn die Blutblüter geschlüpft sind, bilden sie schnell Banden und ziehen gemeinsam umher, wodurch sie ihre Schwächen mit einer überwältigenden Mehrheit ausgleichen. Diese Banden junger Peitscher bleiben meist unter sich. Aber wenn man auch nur einen einzelnen von ihnen angreift, hat man es schnell mit allen zu tun. Gebietet ihnen im Interesse unserer Sicherheit und der Sicherheit anderer Einheit. Ihr findet sie hier in der Nähe, im Westen und Norden. Ja, kann man ja eigentlich mal machen, wa? Er meint bestimmt die hier, oder? Hi! Ach, ich liebe es, wenn Elite rumlaufen. So, erstmal machen wir trotzdem jetzt erstmal diese Quest. Komm, Steinwächter, hau ihn um! Du für einen Steinwächter, passt der geil ein bisschen hier auf. So, hier sind schon mal die Skelette. Was muss man eigentlich machen? Nur anwesend sein oder? Ah ja. Gut. Also. Haben wir. Nee. Was war das? Achso, ja. So, jetzt müsste er hier eigentlich gleich aufkreuzen, ne? Da ist er, da kommt er fröhlich auf angelaufen und wir sterben. Hau ihn um! Oh, Bastard. Läuft. Quetzt abgeschlossen. So, wir müssen jetzt diese kleinen Penner hier. Achso, eine ganze Gruppe außen rotten. Boah. Bam! Warum mache ich überhaupt was? Komm, mach sie tot. Ich mache immer nur den hier. Scheiße, hat der eine lange Abklingzeit. Ich muss sowieso mal gucken, was er hier betäubt. Alle Gegner. Jetzt soll man in Flammen aufgehen, ja, da möchte ich aber selber Schaden mit. Bäm! Das ist meine neue Lieblingsattacke. Mach sie weg. Ja. Ich brauche ja nicht anfangen zu casten, der macht das schon. Ist der auch eine Gruppe, auch wenn er hier alleine rumrennt? Wäre ja eigentlich nur fair, oder? Hui! Ich saug ein bisschen. Kann man ja mal unterwegs mitnehmen, wir müssen ja sowieso gleich wieder zurückreiten. So, da kann man den doch eigentlich mal
Ich brauche unbedingt erstmal irgendwas, was verkauft werden. Ich sehe da vorne eine Quest. Ich habe kein Ziel. Ich habe auch kein Ziel im Leben. So. Doch YouTube-Videos drehen. Hui. Bam. Ich finde die geil, die Attacke. So, nächste Gruppe bitte. Eine brauchen wir noch. Und ihr rennt hier gerade rum. Aber ich habe noch Abklingzeit. Hui. So. Haben wir die auch alle ausgerottet? Sehr schön. Und du bist eine Blutblütenfalle. Das heißt... Ach, mach mal. Ich will da gar nicht reinlatschen. Ihr findet etwas, das wie eine Nahrungsmittelkiste aussieht, die beim Verlassen dieses Lagers vergessen wurde. Auf der Seite der Kiste erkennt ihr einen Stempel mit den Worten Eigentum von Marshalls Expedition. Vielleicht findet ihr ja jemanden, der das hier brauchen könnte. Ja. Gucken wir doch mal, wa? Ah, siehst du, wir müssen langsam immer mehr dahin. Das wollen wir natürlich auch machen. Hui, ich hab's endlich geschafft, mal die Schalopane zu hoch zu spielen. Naja. Ich habe mir doch dann mal ein bisschen die Zeit dafür genommen. Dass man ein bisschen intensiver durchgegangen. Jetzt versuche ich gerade noch die anderen Fraktionen. Also es wird langsam. Pandaria habe ich bald voll. Ständig fertig. Juhu. Wird doch mal Zeit. Ey, unser Inventar ist mehr als nur zum Kotzen voll. Das ist doch scheiße. Ich brauch mehr Taschen. Ihr kehrt siegreich zurück. Gut, gut. Vielleicht wird der Krater nun etwas sicherer für Reisende sein. Alles klar. Schaut nur, wie merkwürdig die Pflanzenwelt auf die Blutblüten in den aufführenden Gärten im Norden reagiert. Es ranken sich noch mehr Blumen um Schlingpflanzen um die Bäume als sonst. Große, sporenreiche Blüten erheben sich dort. Wie sonst... wo sonst keine waren. Das Land spricht zu uns, Untote. Die Blutblüten zerstören das Gleichgewicht. Als letzte Aufgabe möchte ich euch bitten, die ausgewachsenen, umherwandernden Blutblüten aufzusuchen und ihr Zahn und ihre Zahl zurecht zu stutzen. Alles klar. 11 Blutblüten! Hast du gelitten? Ja, wir haben die ja schon gesehen. Ich würde sagen, dass wir jetzt hier die Quest auf jeden Fall noch machen, weil dann sind wir, glaube ich, mit denen ja fertig. Er meint, das ist ja seine letzte Aufgabe. Ah, das sagen ja viele. Hi, Tyrannosaurus. Komm, wir machen jetzt einen Dino-Kampf. Komm her, komm her. Voll aggro. Okay, dann nicht. Bleib lieber da, wo du bist. So, ich zünd den schon mal an und dann gehst du los. Ich dachte gerade, die kleinen Penner wollen mich da jetzt... Ich weiß gar nicht, was ich da gerade tue. Achso. Nö, das ist ja das Falsche. Hauptsache hat seinen Spotter, aber nicht glücklich. Ich produziere schon wieder Wichtel am laufenden Band. Ich sollte vielleicht mal mein Autoloot ausstellen. Dann habe ich nicht so viel Schrott in den Taschen. Aber eigentlich bin ich ja auch so derjenige, der eigentlich jeden Scheiß einsammelt, weil es bringt Geld. Ich habe nur noch einen Taschenplatz. Geil! 5 Silber! Das ist so ein scheiß inaktiver Elementarsplitter. Viel mehr wert! Danke, liebe Pflanzenwelt, dass ihr mein Inventar zumüllt. Ihr seid die wahren Helden. Ich kann so. Nicht mehr tragen. Wie? Kann ich davon nur 5er Stapel tragen? 3er. Scheiße. Ja, das war cool. Was haben wir denn hier? Facettenaugen. Scheiß, die Wand dann, das wird. Jetzt haben wir auch noch die Kiste im Inventar, ey.
krasser Scheiß. Ey, Globex, Spinne! Meine Wichtelarmee. Ich liebe meine Wichtelarmee. So. Inventar ist voll. Nein, und das bringt mehr Geld. Okay, da muss ich was rausschmeißen, was weniger bringt. Ich arbeite auch nicht umsonst. Entschuldigung. So. So. Der nächste bitte. Der wollte gerade meinen Leerwandler mit Peitschenhage wegkloppen. Spinnt doch wohl. Komm, nicht der Armee. Ich liebe die Viecher. Hui, kleine Wichtelarmee. Hammer. Voll geil. Auf jeden Fall werden wir danach unbedingt dieses Lager aufsuchen. Definitiv. Müssen wir. Wir brauchen... Ich bin außer Reichweite. Alter, du kannst zaubern. Ach, wir sind ja schon fertig. Na Mensch. Bloß weg hier. Juhu. Wie weit sind wir eigentlich vom Levelfortschritt? Wir sind nicht mehr lange da. Oh Gott. Das ist geil. Schon Level 51. Cool, dann sind wir ja auch schon wieder bald in Silicius. Da freue ich mich schon drauf. Silicius ist eigentlich ziemlich geil, finde ich. Also es hat was. Es war auch wieder nur eine Wüste, aber es hat was. So, du. Hoffentlich wird er uns jetzt nicht irgendwas geben. Gib mir nur Geld. Es ist wie ein Geburtstag. Ich möchte bitte nur Geld. Euch umgibt der Geruch der Blutblütenpollen, Hexenmeisterin. Das ist gut. Ihr habt euch eure Belohnung verdient. Scheiße, ich hab's gewusst. Ach komm, 4 Silber hier. Schwinde. So, das Ding bringt 2,8. Nur nehmen wir das für 2,8. Hoch auf den Klippen über mir gibt es einen großen Kristallpylon. Ich weiß nicht, wer ihn dort aufgestellt hat. Noch fällt mir ein Grund ein, warum man ihn an einen so merkwürdigen Ort errichten sollte. Vielleicht könnt ihr ja mehr herausfinden als ich. Mir persönlich ist es völlig egal, was dieses Ding tut. Also braucht ihr euch nicht mehr bei mir zu melden. Aber vielleicht interessiert sich einer der Gelehrten in Marshalls Werf ja für die Entdeckung. Alter! Hast du gelitten? Jetzt hat er mich hier einfach hochge... Schmutter. Hier sieht's. Ich glaube, das ist nicht der Kristall. Ach, das ist. Ich Idiot. So. Wäre ich Dino-Futter geworden, wäre ich selbst dran schuld. Der Kristallpylon von Unguru sind alle ein Rätsel. Die wenigen Einwohner hier sehen sie als Legenden und spekulieren viel über ihren Sinn und Zweck. Den Pylon untersuchen. Der Pylon scheint irgendwie Daten auszusenden. Nach eingehenden Untersuchungen des Pylons findet ihr eine Schrifttafel mit blauen, gelben und grünen Kristallen, die in einer bestimmten Folge angeordnet zu sein scheinen. Ein großer blauer Kreis von Kristallen wird aus beiden Seiten von einem kleineren Kreis aus gelben und einem weiteren aus grün flankiert. Ihr prägt euch die Farben des Kristalls sorgfältig ein, da ihr wisst, dass jemand größtes Interesse für euren Fund zeigen wird. Also ich habe mir teilweise so einige Questtexte noch nie durchgelesen, aber dann ergibt es eigentlich auch, ergibt auch so vieles Sinn, warum man manchmal sich so vorkommt, als ob man irgendwie sinnlos in der... Ach, hoch umsonst, aber runter? Arsch. Warum man so einige Wege geht? Wie er gerade schon gesagt hat, man hat ja da eigentlich... Gut, ich habe jetzt gerade Pflanzen gekillt und nehme jetzt die Quest an und... jetzt bin ich da um. Warum untersuche ich das Ding jetzt hier gerade? Warum muss ich das jetzt nicht bei ihnen abgeben, sondern ganz woanders?
Ja, sowas wird dann eben halt jetzt mal alles so, wenn man sich das mal durchliest, dann macht das Sinn. Ist eigentlich cool, finde ich. Ich finde es gut. Wollen wir eigentlich noch Pflanzen sammeln? Aber wir haben keinen Platz im Inventar, wa? Schade. Naja. Meine Katze randaliert hier irgendwo, ich weiß noch nicht wo. Das macht mir Angst. Jetzt kommt bestimmt wieder aus dem Hinterhalt und dann BÄM! Nee, so krass ist er nicht. Nee, nee. Ist ja Liebe. Gut, blau. Ich hab's schon vergessen. Gott sei Dank muss man sich das nicht selber merken. Hoffe ich. Hi. Ich habe euch erwartet. Lasst euch nicht von Furcht überwältigen, Shadow Warlock. Es gibt keine größeren Verräter als Furcht. Ihr müsst stark bleiben. Ja! Gelobt sei die Ehrenmutter! Ihr habt es geschafft! Hut ab, Shadow Warlock! Ihr habt euch wahrlich als großartiger Jäger bewiesen. Euer Geist ist stark, eure Tapferkeit unerreicht und eure Kraft ist noch gewachsen. Ich verbeuge mich vor eurer Fertigkeit. Nur die größten meiner Vorfahren hätten etwas so Unglaubliches bewerkstelligen können. Herzlichen Glückwunsch, krieg ich jetzt ein Dino? Oh nee. Das machst du mit Absicht, oder? Hä? Guck mal, 99 Silber für 11 Hasenpfoten. 1,90, 1,91. Jawoll! Level up! Schwarzfels tief im oberes Viertel. Und wir haben schon wieder 10% des Levels erreicht, trotz einer Questabgabe. Wow. Ich lege. Und ich weiß nicht warum. Jetzt ist es wieder weg. Komisch. Scheiße, sind mir echt zu viele Dinos. Lala, lass mich durchreiten. Ich muss doch verkaufen. Ansonsten kann ich euch alle nicht ausrauben. Ja, Blizzard hat sowieso gerade irgendwie so ein paar Probleme, habe ich festgestellt. Bei Battle.net und etc. Ich werde dann dauernd getrennt und dann kriege ich auch die Nachricht, dass Blizzard da gerade irgendwie wieder rumfummelt. Und eine Zeit lang war es mal fast eine Woche oder so. Stand da, dass es irgendwie da Probleme gibt, dass man teilweise nicht ins Spiel reinkam. Und einen Tag kam ich tatsächlich auch nicht ins Spiel rein. Das hat mich ein bisschen abgekotzt. Ich habe ein Thermometer entwickelt, um die Temperaturen am Vulkan zu messen. Und ich würde gern die heißeste Stelle finden. Es zeigt die Messung im Grad Krakenheit an. Hier nehmt es und messt die Temperaturen am Grad, wann immer ihr eine heiße Stelle seht. Heiße Stellen, ja, habe ich. Erkennt ihr in der Regel, naja gut, sie ist tot, nicht mehr so heiß. Erkennt ihr in der Regel an leuchtenden Felssäulen. Ihr findet sie um den Felsfeuergrad herum. Eine Umrundung sollte eigentlich schon genügen. Ach, ich weiß, was jetzt kommt. Ja, schön, dass ich helfen konnte. Du hast mir nicht geholfen, ich helfe dir gerade, du Penner. So. Braucht ihr etwas? Muss man doch mal sagen, oder? Die Gestik. Hallo, Fremde! Willkommen in der ungezähmten majestätischen Wildnis des Kraters von Anguro. Ich heiße Wilhelm Marshall, meine Schwester, unsere Gefährten und ich sind Marshalls Expedition. Wir sind so geil, dass ihr noch nicht mal Ruf bei uns fahren könnt. Bam! Wissenschaftler und Erforscher der unbekannten Wildnis Azeroths. Oh, ich gebe jetzt mal hier paradiesischen Duft. Hey, ach, das ist so. Das ist wirklich so ein Idiot, wa? Schau dir mal die Aufmachung von Deni an! Willem dreht sich zu euch. Unser Rekrutierer schickt euch. Gut! Fangen wir mal an mit der Wahrheit. Oh Gott, ich kann heute echt nicht lesen. Ich bin, glaube ich, keine Ahnung. Fangen wir mal mit der Wahrheit an. Anguro ist nicht das perfekte Elysium, das euch wahrscheinlich versprochen wurde. Aber das habt ihr sicher auf dem Weg hierher schon bemerkt, ne? Ihr seid ja nicht blöd. Wollen wir an die Arbeit gehen? Das ist wie so ein Sommercamp hier, glaubt mir. Mögen eure Reisen sicher sein. Hallo? So. Entschuldigung. Hallo Fremde, willkommen in der... Ach Gott, ey, das ist jetzt gerade ein bisschen zu blöd, wenn ich das jetzt nochmal vorlese, oder? So. Ja, wir wissen, wer du bist. Was habt ihr da? Eine Kiste. Oh, das ist aber ganz schön altes Essen. Hey, Holane, schau dir das an. Diese Untote hat uns unsere zurückgelassenen Rationen gebracht. Geil, jetzt fressen wir die alle und sterben. Nein, nicht vom Marsche Zuflucht, aus dem alten Basislager. Willem wendet sich wieder euch zu. Ich bin mir sicher, ob ich da hineinschauen möchte.
Ach so, ich nicht sicher. Ich schätze, ich werde einfach Nolan in die Kiste geben. Er weiß sicher, was man damit zu tun hat. Ja, gut. Quest complete. Auf dann. Danke. Willkommen in der... Na gut, das ist blöd. Oh, scheiße. Ich mag diesen Anblick der Elementare auf diesem Vulkan. Da ganz und gar nicht, Hexenmeisterin. Wir haben zu viel Ausrüstung und zu viele Notizen. Wenn auch nur einer dieser wahnsinnigen Elementare sich in unser Lager verirrt, könnte er schlimme Schäden anrichten. Zeigt ihnen, dass sie sich nicht mit ihren neuen Nachbarn anlegen sollten und bringt mir die Asche, die sie zurücklassen. Wenn wir schon dabei sind, können wir uns gleichzeitig ein wenig der Wissenschaft widmen. Ja. Man sieht sich. Lass mich in Ruhe, komischer Typ. Hilfe, 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 Hilfe. Ich will die Quest abgeben und hängen an so einem scheiß Fackel fest. Schönen guten Tag. Mein Name ist JD. Dumpfbacke. Und ich kann euch wirklich nicht viel darüber sagen, wie ich hierher gekommen bin. Jemand hat mir einen Knüppel über den Kopf gezogen, dann bin ich einfach hier aufgewacht. Aber eines weiß ich, dieses Lager ist jetzt mein Zuhause. Ich habe mein Leben lang diese seltsamen Kristalle studiert, die man überall in den Krater finden kann. Auf dem Weg hierher solltet ihr einige gesehen haben. Sag mal, habt ihr vielleicht ein paar davon mitgenommen? Es war klug von euch, mir von diesen Pylonen zu erzählen, Shadow Warlock. Genau damit beschäftigen sich meine Forschungen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich bin sicher, ihr habt sie bemerkt, Shadow Warlock. Sie sind überall. Bevor ich rede, na von den Kristallen natürlich. Die Kristalle, sie liegen überall im Krater herum und die stimmen. Die meisten Leute ignorieren sie, aber ich habe das seltsame Gefühl, als besäßen sie eine gewisse Macht. Aber hört mal, mir gehen langsam die Kristalle aus. Meint ihr, ihr könnt noch ein paar für mich sammeln? Die Kristalle, sie leuchten so schön. Ich brauche sie. Gebt sie mir. Die gelben Kristalle findet ihr im Nordwesten, die roten im... Ach, ihr werdet es schon herausfinden. Klar, ich hab doch hier Navi. Und Anden. Bisch Navi. So, dann gehen wir mal nach da hinten. Und dann werde ich auch die Aufnahme beenden und ich werde dann offscreen verkaufen, weil das muss ich euch ja nicht antun, ne? Seid ihr aber groß. Ich glaube nicht, dass wir einander schon kennengelernt haben. Ich bin Nolan Tucker, der neue Hauptmann der Wache von Marshalls Expedition. Ich bin außerdem der Koch hier. Da gibt es sogar mehr Überschneidungen, als man denken würde. Ich habe eine spaßige kleine Aufgabe für euch. Habt ihr die Stachelgrube entlang der Außenbefestigung des Lagers gesehen? Schaut doch mal, ob ihr nicht einige der Dinosaurier in der Nähe dazu bringen könnt, in diese Fallen zu tappen. Wenn ihr diese Wenn ihr dieses verfaulende Fleisch nach ihnen werft, wenn sie nicht hinsehen, werden sie entweder hungrig oder böse werden, was beides in Ordnung ist, solange sie euch in die Grube folgen. Ja. Alles klärchen! Was habe ich zu verlieren außer mein Leben? Okay, Freunde, damit beende ich jetzt die Folge und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und ich freue mich schon eigentlich darauf, wie es weitergeht. Bye, bye!